Weise X. Hey Leute, was geht ab? Ihr seid hier auf dem Fußballplatz. Und zwar habe ich immer verschwiegen, oder was ist verschwiegen? Das ist meine Zeit, wo ich einfach mal alles vergesse. Ich kann den ganzen Stress vergessen, Chartsplatzierung vergessen, alles aus dem Kopf. Komme ich rein, komme ich nicht rein? Ist der Song gut, ist er nicht gut? Was muss ich noch alles machen? Aber ich muss mir das besorgen. Wenn ich hier bei den Jungs bin, vergesse ich wirklich meine Zeit. Ich habe hier die F1 beim HSV Langenfeld, wir sind ungeschlagen im Kreis und eine sehr, sehr starke Mannschaft, die habe ich schon seit der Bambini. Und heute verarschen wir die mal ein bisschen, weil heute habe ich einen Trainer von Bayer Leverkusen dabei, der macht Koordinationstraining und ich verarsche die einfach, dass das ihr neuer Trainer ist. Einfach mal gucken, wie die Reaktion ist. Vielleicht sagen die ja, ciao Ado oder sowas. Kommt einfach mal mit. Alles klar? Wie geht's? Grüß dich. Wie geht's dir? Am Samstag haben wir super Spiel gehabt. Robert, ne? Ruhe! Am Samstag haben wir ein super Spiel gehabt, haben wir wieder gewonnen. War ganz gut, haben ein paar Fehler gemacht, aber bügeln wir aus. So, was ich euch heute verkünden habe, ist ganz, ganz einfach. Der Arek, der Anas und ich, wir werden aufhören. Und das ist der neue Trainer, der Akin, der wird euch jetzt ab jetzt trainieren. Und ihr müsst richtig aufpassen. Habt ihr gehört? Ja. Okay? Also ihr müsst immer schön still sein und genau so das machen wie bei uns drei. Ist das okay? Nein, ich kann es nicht. Nein, das ist nicht okay. War nur Spaß, wir werden natürlich irre. Oh, dann haben wir auch geguckt, ne? Ich glaube, ich habe nicht die Kinder verarscht. Beide geht immer, Bälle zuwerfen und los. Du kennst es. Von hier bis da. Ein Ball. Ja, so ist das. Normalerweise machen wir drei halt immer das ganze Training, aber die lernen jetzt hier Koordination. Training ist ganz, ganz wichtig beim Fußball, dass man da jetzt schon anfängt. Kannst du da mehr rausholen? Was nur? Lass die Arme richtig rausfahren. Arme raus! Komm, aufstehen. Komm, gut. Ich muss mich anschauen auf der Linie stehen bleiben. Nicht anschauen, wenn die Hose. Nicht anschauen auf der Linie. Halt die Festbremse. Kannst du besser, schießt sie ganz locker. Wenn die spielt Musik. So, du kommst erstmal zu mir, auf den Ball holen. Und dann kommst du erstmal zu mir. Hier einer hinter, guck mal, hier, da stehen drei, hier steht keiner oder was. So, und ab geht die Post, hier. Ali, hier hinstellen, konzentrier dich. Und spiele. Und rüberlaufen, da ist der Zakaria. Der hat den Ball von der Zakaria. Und hier schön Sprint hinlegen, schön vorne auf den Spitzen. Komm, komm und Sprint an, Sprint! Jawohl! Hier war vor, okay. Gut anstoppen, annehmen. Los, komm, abfahren. Okay. Und Schuss! Da war die grüne Mütze. Also, komm, abfahren. Komm, und Schuss, kannst du drauf. Ja, besser, gut. Lebe deinen Traum ganz groß, egal welchen Traum du hast. Ich begleite heute zwei junge Menschen, die um ihren Traum kämpfen. Damals hätte ich auch gerne jemanden gehabt, der halt mich unterstützt. Bei mir war es so, ich habe in der Bayer Jugend gespielt. Und als ich dann meine Eltern trennten, musste ich dann halt in den Heimatverein hier beim HSV Langenfeld.
weil mich niemand mehr fahren konnte. Meine Mutter musste dreimal am Tag arbeiten und mein Vater war halt nicht da. War halt sehr, sehr schade, fand ich. Jetzt habe ich hier den Hassan, der jetzt zu Bayer geht, und dann haben wir den Hamoud, der jetzt bei dem Profikampf bestreiten wird. Jo Leute, ihr seid hier wieder auf meinem Blog. Heute ist mal ein ganz anderer Blog angesagt, und zwar sind hier drei Träume im Auto, also drei Personen, die was träumen, etwas zu erreichen. Mein Traum kennt ihr. Dann haben wir einmal meinen Bruder Hamoud, der wird Profiboxer. Und dann haben wir einmal meinen Neffen Hassan, der wird Fußballspieler. Den bringen wir jetzt gerade zu seinem ersten Spiel bei Bayer Leverkusen. Heute ist sein Probetag und inshallah klappt alles für ihn. Er ist auf jeden Fall super talentiert, genauso wie Hamoud. Jo Leute, wir sind hier bei Rafuk Sports in Düsseldorf, und zwar besuche ich heute meinen Freund hier, den Hamoud. Der hat am 24.01. hat er seinen ersten Profikampf in Düsseldorf, glaube ich. Das werdet ihr aber noch erfahren. Und wir haben ihn heute hier besucht beim Training. Ihr seht, jeder hat einen Traum. Dafür verteilen. Du musst wissen, wann, wo. Viele sind am Boden, doch nur wenige schaffen es aus Trauer, Unzufriedenheit und Aggression etwas Positives zu ziehen. Auch bei mir läuft nicht immer alles glatt, doch das ist mein Resultat, meine Geschichte, mein Blut, mein Leben. Yeah! Reise X! Oh.